Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dann darf ich Sie jetzt auch noch mal herzlich begrüßen. Wir 24 Menschen verbringen jetzt die nächsten 2 Stunden miteinander zum Thema mit Eltern und Jugendlichen und Kolleginnen im kompetenzfördernden Dialog. Ich habe das überschrieben mit Quo Vadis. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und dass wir hier wunderbar auch anknüpfen können, auch an den Inhalten von der Frau Rasfeld und auch von der Kollegin von der Bertelsmann Stiftung. Ich werde jetzt zuerst einfach so ganz kurz eine Einführung geben, einfach einen Überblick anbieten, Ihnen zum Orientieren und auch um so ein Stück Aufnahme einfach zu haben, weil später wird ja die Veranstaltung zusammengeschnitten und ins Netz gestellt oder auf eine Plattform gestellt. Und darum gibt es einfach am Anfang so einen Überblick. Und dann aber soll es interagieren und dann freue ich mich auf rege Beteiligung. Und dann freue ich mich auf zu sehen. Wir probieren einfach mal dann aus, wie das funktioniert mit der Technik. Aber ich würde mich dann sehr freuen, zumindest Sprechende oder manche von Ihnen zu sehen mit Bild. Gut, Quo Vadis? Das ist bestimmt eine Redewendung oder ein Titel, den Sie schon mal gehört haben. Wohin gehst du? Wohin wird das führen? Es ist auch ein Filmtitel, ein Buchtitel. Quo Vadis? Es ist so ein bildungssprachlicher Ausdruck und wird oft als Ausdruck von Skepsis und Besorgnis verwendet. Also wirklich eher so, wohin wird das führen, mit dem Zeigefinger oder wie soll das weitergehen? Es ist mir auch kürzlich über den Weg gelaufen, Quo Vadis Europa, also sehr skeptisch. Das war so einfach, als England uns verlassen hat, sozusagen, sehr skeptisch, eher mit einem Oje verbunden. Es wird aber heute und hier darum gehen, in diesem Workshop, diesen Satz auch eher mit einer positiven Neugier zu belegen, statt mit Skepsis. Also es kann positive Neugier hinter den Fragen stecken. Und das soll wirklich unsere Blickrichtung sein heute im Workshop. Kompetenzfördernder Dialog erfordert, dass wir uns auch ganz bewusst damit auseinandersetzen, wie wir als Fachkräfte von Schule, Kitas, Schulsozialarbeit auf unsere Gegenüber schauen, auf die Jugendlichen, auf die Eltern. Skepsis gegenüber von Jugendlichen, die oft verbunden ist auch mit der Botschaft, jetzt hör doch mal auf, das Falsche zu tun, knüpft ja an Defiziten an, an dem, was nicht gut läuft. Und hier soll es darum gehen, an den Potenzialen der Jugendlichen anzuknüpfen und dafür müssen wir die auch auf dem Schirm haben. Und da hat auch, finde ich, der Satz gut gepasst mit Armut verdeckt Kompetenzen. Na, manchmal muss man auch wirklich einfach sehr genau hinschauen. Es ist so, ja, unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt wie ein Scheinwerfer. Darum habe ich hier uns so einen schönen alten Scheinwerfer reingenommen. Unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt. Der Scheinwerfer unseres Bewusstseins, der kann ja nicht auf beliebig viele Orte gleichzeitig gerichtet sein. Da ist die Bandbreite von unserem Scheinwerfer und die Kapazität zu gering. Was kommt in die engere Auswahl, wenn wir im Gespräch sind mit den Jugendlichen, mit den Eltern? Lenken wir unseren Blick und den Spot eher auf Defizite, auf Fehler und Probleme? Oder setzen wir in den Fokus Kompetenzen, Lösungen und Potenziale? Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Und ich habe diesen Workshop, diese 2 Stunden in 3 Teile im Grunde so gegliedert. Der eine Punkt hier ist Reframing.
Da machen wir einfach gleich mal kurz eine Übung dazu, würde ich sagen. So. Und zwar bitte ich Sie drum hier, irgendwie hängt ja meine Folien hingen gerade. Und zwar wird es so bei Reframing drum gehen, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir direkt im Workshop erleben und erarbeiten, dass wir alle unter bestimmten Umständen in der Lage sind, zwischen Betrachtungsweisen flexibel zu wechseln. Und da möchte ich einfach ein paar Übungen mit Ihnen machen. Man könnte sagen, das sind Bausteine zum Thema emotionale Intelligenz. So zum Beispiel, ich nenne das eher Reframing-Übung. Und jetzt gucken Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einfach mal hier auf dieses grüne Gebilde und schreiben Sie mir in die geteilten Notizen oder in den öffentlichen Chat. Ich glaube, Sie arbeiten hier eher mit dem öffentlichen Chat. Schreiben Sie einfach mal die Zahl, wie viele Quadrate sehen Sie? Einfach mal gleich eine erste Übung. Die Frau Clemens Meyer sieht 16, die Vera Brill sieht 26, die Melanie Como sieht 28, wer bietet mehr oder weniger? 24, 22, die Frau Lang sieht gar keine. Frau Lang, warum sehen Sie gar keine? Sehen Sie die Präsentation gar nicht? Vielleicht kann sich die, wenn das jetzt daran liegt, manche sehen die Präsentation nicht, vielleicht kann der Herr Salim oder die Frau Becker sie einfach im privaten Chat anschreiben oder mal kurz eine Nachricht geben, wie sie ihre Präsentation, die ist vielleicht verborgen, wie sie die großstellen können, weil das wäre wichtig, weil ich jetzt im Folgenden mit einer Präsentation arbeite, das wäre wichtig, die zu sehen. Ja? Danke, das wäre nett. Ja, das wäre sogar sehr wichtig. Okay, gut. Dann würde ich jetzt einfach mal hier trotzdem weitergehen mit Ihnen. Was passiert hier? Was passiert hier denn? Warum haben wir hier so verschiedene Zahlen zu dieser sehr einfachen Frage, wie viele Quadrate das sind? Ich habe jetzt mal den Mehrbenutzermodus groß geschalten und ich bitte jetzt zum Beispiel mal die Arne Jakob, wenn es okay wäre, mit uns die Quadrate zu zählen. Frau Jakob, wollen Sie sich, ist es okay, wenn ich einfach das so anordne und wollen Sie Ihr Mikro anschalten und einfach reden dazu? Ja, hallo, hören Sie mich? Ja. Okay. Also ich habe jetzt erstmal die kleinen Quadrate, die ich so offensichtlich entdeckt habe, gezählt. Ja. Das waren dann für mich 16. Ja. Dann bin ich weitergegangen. 17. 18. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, dann hatte ich hier noch 26. 27, 28, jetzt sind es schon mehr, als ich vorhin gezählt hatte. Genau. Und jetzt, 29, ja. okay, und das ist, ne, Sie sind auf verschiedene Zahlen gekommen, weil Sie ganz verschiedene Blickweisen hatten. Ja, also Sie haben einfach verschiedene Zählweisen gehabt. Es gab manche, die einfach die 16 kleine gezählt haben. Manche kommen auf 17, weil sie praktisch das eine große noch mitzählen. Und wenn man alle Möglichkeiten zählt, dann sind es 30. 30 Quadrate kann man hier zählen. Und diese Übung,
Die kann uns ja was zeigen, ja, also die kann uns ja einfach was zeigen oder uns auch auf eine Idee bringen, was bedeutet diese kleine Übung, die wir jetzt gemacht haben. Ja, sie haben ganz verschiedene Zahlen rausbekommen und da, das ist ja auch nicht richtig oder falsch, aber halt einfach so nicht vollständig manchmal, was wir so sehen auf den ersten Blick. Was bedeutet dies für die Arbeit mit Eltern und Jugendlichen? Ja, sie dürfen mit mir sprechen. Ja, das ist immer wieder komisch, obwohl es seit einem Jahr fast Arbeitsalltag ist, so dass ich sie nicht sehe, aber sprechen Sie mit mir, schalten Sie sich auch gern dazu. Was bedeutet vielleicht diese kleine Übung, die man auch sehr gut mit Eltern und Jugendlichen tun kann, um auch was zu verdeutlichen? Was erzählt die? Die Sarah zählt noch, stimmt's? Da will man dann genau wissen, hey, wie kann das sein? Wie sind es hier 30 Kästchen? Genau, ja. Jeder hat eine andere Sichtweise. Die Sichtweise ergänzen sich. Und diese Reframing-Übungen, ja, ich bin ja noch dabei, einen Überblick Ihnen zu geben, was haben wir heute vor. Der erste Punkt sind Reframing-Übungen, weil es darum geht, auch nochmal zu erkennen oder zu unterstreichen, dass Wahrnehmung von Situationen und Menschen ein Stück weit als schöpferischer Akt begriffen werden können. Ja, also dass es nicht einfach ist, so ja, ich sehe was und so ist es, sondern wie wir mit Wahrnehmung umgehen und wie wir Wahrnehmung auch miteinander kommunizieren, ist ein schöpferischer Akt und nicht eine Technik. Und darüber will ich mit Ihnen ins Gespräch kommen und Ihnen auch noch mehr Rätsel oder Übungen geben, zeigen, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass in Diskussionen, wo dann plötzlich der Fokus sehr auf Problem, auf Wertung richtig, falsch, auf Defizit gerichtet ist, ja, auch in schwierigen pubertären Phasen mit Jugendlichen und dann vielleicht im Elterngespräch, dass solche Wahrnehmungsspiele oder Reframing-Übungen, dass die auch einfach hilfreich sein können, um Dinge zu vermitteln, Botschaften zu vermitteln, wie eben jetzt diese Idee, jeder hat eine andere Sichtweise, so, es ist dann einfach im Spiel sozusagen mit drin. Okay, dann wird es einen zweiten Bereich geben, da geht es um Fragen. Da werden wir einfach gemeinsam drüber brüten und beratschlagen, wie wir bewusstseinserweiternde Fragen formulieren können. Weil dieser Blick auf den anderen, die Wahrnehmung auf den anderen, auf unser Gegenüber oder auf eine Problemstellung oder auf eine Situation, die sind ja auch wesentlich geprägt von den Fragen, die wir im Kopf und auf der Zunge haben. Und im Idealfall erweitern Fragen die Wahrnehmung. Und dann wird der dritte Punkt sein, dass wir uns nochmal diesen Begriff Lösungsorientierung zuwenden. Lösungsorientiert arbeiten bedeutet, dass wir ein Klima produzieren oder provozieren, Ideen und Kooperationen gedeihen können. Weil Lösungsorientierung heißt ja nicht, wir produzieren Lösungen und verschenken die oder verkaufen die, sondern unser Job als Fachkräfte in Schule, Kita und so weiter, der beinhaltet ja eher, dass wir eine Arbeitsatmosphäre generieren, in der Lösungen entwickelt werden können. Das heißt, wir arbeiten für ein gutes Klima im atmosphärischen Sinne. Wir hätten manchmal sehr gerne Geheimrezepte, Zauberformeln, wenn der Druck hoch ist in den Familien oder in den Schulklassen. Aber ich habe sogar eine Zauberformel dabei, die will ich Ihnen vorstellen. Aber tatsächlich geht es hier auch um regen Austausch, neue Betrachtungsweisen, gute Fragen,
die wir in diesem Workshop jetzt gemeinsam erarbeiten werden. Und wir werden auch mit einem Fallbeispiel das Ganze so in die Praxis holen. Und Sie sind auch sehr herzlich willkommen, Anmerkungen und Kritik.